Hallo liebe Leute, herzlich willkommen beim neuen Let's Play zu Minecraft auf dem GroupCraft Server. Und der Crazy Duck will mich mal schauen. Hey, hey, hey. Telefon, ja, egal. Ich bin nicht zuständig fürs Telefon. Wir gehen, ja, jetzt mal farmen, also kurz mal zeige ich mal, wo wir beginnen hier zu Ding. Ich muss noch eine Game Mode ausmachen, habe ich auch noch nicht gemacht. So, und zwar, ich habe jetzt hier 0 EXP und so, damit wir von komplett 0 neu beginnen. Und ja, da ich Admin bin, müssen wir gucken, wie wir das mit den EXP machen, weil irgendwie nach einem Tod man nicht irgendwie die EXP verliert oder so. Muss ich mal gucken, wenn ich das erste Mal sterbe. Ich bin noch nie gestorben. Also, wir gehen in die Zukunftwelt, weil ich da noch eine spezielle Welt mit euch dann aufbauen werde. In der Zukunftwelt, naja, ist alles Zukunft, aber das meine ich jetzt nicht, sondern da haben wir einfach ja ein bisschen mehr Möglichkeiten, uns designerisch zu entfalten, und da dürft ihr gerne mitmachen. Das Let's Play wird interaktiv sein. Ich werde in einem geschützten Gebiet ja, bauen und so, aber wenn jetzt jemand auch aufnehmen will oder mitreden will in einem Let's Play, also in diesem Let's Play oder in einem anderen oder so, dann darf er gerne, ja, unter dem Einhalten von den Regeln dann dort ja, bauen oder mithelfen und so. Jo, oh, schaut mal diese Blumen da. Ah, das ist da, wo ich gebaut habe. Da habe ich nämlich so einen Strand gebaut. Könnten wir dann mal ein bisschen weiter bauen? Da schaue ich mal an. Kurz zeige ich es euch. Ja, wir müssen hier übers Wasser. Also, gehen wir mal übers Wasser. Das Huhn mal kurz schlagen. Hallo, Chicken. Nettes Chicken. Ja, hier habe ich so geplant, eine Urlaubsinsel zu machen. Aber, ja, das können wir eher so dann im Livestream machen, weil ich nicht so gerne dann Kreativmode benutze. Und zu Terraformen und so im Let's Play. Der Livestream, der kommt eigentlich jeden Abend, muss schauen, wann Minecraft am besten zum Aufnehmen ist, wenn halt die meisten Leute Zeit haben. Ich sage jetzt mal zwischen 4 Uhr und 6 Uhr oder 7 Uhr oder so. Und ab dann geht ja 5 oder so. Mal schauen. Ja, hier habe ich zum Beispiel Schichterstände gemacht. Da hinten Basssystem. Und da soll noch eine Bar und so hinkommen. Strandbar. Hier ist eine Dusche. Also so einfach diese öffentlichen Freiduschen. Ja, da habe ich leider schon länger nichts mehr machen können, weil ja mein PC kaputt war. Ich gehe jetzt mal zum Home LP und wir sind jetzt im Norden. Ich kann es mal gucken. Ah, das ist die falsche Minimap. Aber ja, auf der Dünnmap, auf der Homepage könnt ihr sehen, wo das ist. Das ist nämlich eigentlich direkt nördlich, aber schon ein bisschen durchs Meer abgegrenzt, weil ich natürlich anderen nicht irgendwie anderen Leuten dann der Weg wegmachen will und so weiter. So. Also, dann beginnen wir mal hier Holz zu fällen. Holz kann man hier auf der Bauwelt eigentlich ohne Probleme abbauen, aber eben ganz. Da schaue ich einfach drauf, dass ich da nicht so Bauruinen, also Baumruinen eher mache. Der Baum ist jetzt ein bisschen blöd hier. So, und eben farmen in der Farmwelt. Alles Mögliche holen. Weil ja, hier ist auch Rollenspiel und allgemein ein bisschen
Ja, dass wir einfach ein bisschen Wert auf die Umgebung, auf die Natur setzen und so. So, und eben hier in dieser Zone, die ist abgegrenzt durch eine Mauer. Die Mauer müsste da, nein, da drüben sein, hier. Und eben hier ist Zukunft, auf der anderen Seite ist Mittelalter, dann gibt es ja eben noch die Fantasy-Welt und so weiter. Jo. Also, wir machen eine Holzspitzhacke. Holzaxt geht, glaube ich, leider nicht wegen Ding-Mode. World-Edit. Ja, da müssen wir eigentlich jetzt in die Farmwelt. Wie mache ich das am besten? Slash MVTP Portal. Slash MV Info. Ja, das ist nur für diese Welt. Ja, wie machen wir das am besten? Ich habe noch ein Ding, ein Home. Aber weil das hier vom Livestream ist, mache ich das, lasse ich das nicht. Also tue ich das ja nicht Ding. Ich möchte ja nicht irgendwie cheaten oder so. Das Let's Play ist ganz ohne Cheaten, Game Mode oder so. Okay, Game Mode vielleicht manchmal, wenn wir etwas Großes bauen oder so. Aber im Livestream ist dann eher so ein bisschen auch mal eben lange Game Mode oder irgendwas, Events und so weiter. Was ich nicht mache, ist Livestreamen, um irgendetwas zu farmen oder so. So etwas Langweiliges werde ich im Livestream nicht machen. Ich mache im Livestream eher so etwas Soziales, wo also mit euch etwas zusammen oder eben Events und alles Mögliche, damit ihr einfach auch etwas Spannendes habt, so etwas, was live ist und weil es mir auch dann besser geht und ich brauche ja eben nicht zu farmen. Was ich übrigens noch denke, ich kann noch kurz healen, weil ich habe ja nicht so viele Hungerbalken, wie ihr seht. Also zwei sind ja schon weg. Die habe ich ja nicht weg jetzt gemacht. So, ich mache die Holzspitzhacke. Dann machen wir hier mal ein bisschen die Gegend kaputt. Ja, hier in der Farmwelt. Also das ist die Farmwelt. Kann ich jetzt euch das zeigen? Farmwelt, die ist auf easy, die andere ist auf easy schon, aber ohne Monster. Also wir verlieren beiden Hungerbalken. Aber eben keine Monster und ja, damit wir nicht gestört werden, bam bam. Dann gibt es ja noch die Artwelt, das Kreativ-Mode. Das zum Beispiel ist ein Cheat-Programm, wo man sehen kann, wer was abgebaut, gegrieft hat oder sonst irgendwas und wer Cheats benutzt hat, glaube ich auch oder so. Oder es ist eben das Anti-Grief-Plugin und nicht das Ding. So. Aber eben, das ist wegen Admin. Und das ist leider bei mir so. Es ist Nacht, also es ist vielleicht ein bisschen gefährlich gerade hier. Ich möchte mal weitergehen und eine Höhle suchen, weil wir brauchen jetzt das erste Eisen und Kohle. Wir brauchen Kohle. Oh, schaut euch mal diese Savanne an. Oh, das ist ein Creeper. Aber da ist gerade eine Kuh, die wäre gut. Ein Mini-Zombie, also ein Baby-Zombie. Ja, wie soll ich jetzt das machen? Ich gehe jetzt mal hier drüben, sonst sterben wir noch dann. Vor allem der Mini Baby Zombie ist gerade, ist auch recht stark am Anfang, wenn man ihn nicht trifft. Oh, ein Hase. Der Hase töte ich wegen dem Fleisch. Oh, der Hase ist tot. Der Osterhase ist tot. Du gehst mal weg, ich brauche das Schwein da oben. Oh,
Genau, das wollte ich provozieren. Ja, also, okay. Die Skelette schießen extrem schnell. Ich weiß nicht wieso. Aber wahrscheinlich wegen der Minecraft-Version. Ist nicht so gut. Also, ich mag die Skelette, die langsamer schießen, lieber. So, wo wollen wir rein? Okay. Wir haben ein Problem. Husten. Wir haben ein Problem. Wir stürzen ab. Also, dann noch etwas sehr Spannendes, Wichtiges über das Let's Play. Wir werden nach einiger Zeit die Erde verlassen und gehen in den Weltraum hoch. Wir werden ein Raumschiff bauen und das in der Raumschiff, also in der Galaxiewelt, und werden reisen, dann werden wir immer wieder uns runterbeamen in die Farmwelt anstelle von Home. Es wäre so richtig cool, wenn es so richtige Animationen gäbe, wo das Beam you up, Scotty. Ja, das wäre cool. Das wäre unbedingt cool. Ich mache dann hier noch einen Home-Punkt, damit ich einfach dann nicht immer wieder beim Livestream hin muss. Okay, hier ist ein Hexenhütchen. Und wieso fliehe ich so viel? Ich muss irgendwo in eine Höhle oder so. Oder hier abbauen. / set home lp farm. So. Und das wird natürlich auch immer wieder gewechselt, damit wir gut erkunden können. Ohne dass man immer wieder hier hin latschen muss. Das ist schon ein bisschen angenehmer als auf einem anderen Server zu Let's Playen. Weil ich ja habe ja das andere Let's Play auf dem Starpark Server gemacht. Und weil ich ja momentan leider nicht mehr. Ja, ich muss mal wieder drauf gehen, aber ich bin eigentlich recht. Okay, vor ungefähr einer Woche das letzte Mal drauf gewesen. Ja, vielleicht kommt dann mal irgendwas wieder. So. Und eben diese Galaxiewelten gibt es dann Planeten. Leider nicht so große, weil halt das Maximum. Okay, wir könnten das hoch machen in den Server Properties dann. Aber gibt es Planeten und eben ihr könnt Raumschiffe dann überall hinbauen. Und sonstige Sachen. So, ich werde mal ein bisschen tricksen. Ich esse jetzt einfach mal dieses Fleisch hier. Haben wir zwar Hunger, aber immerhin voll. Und gehen jetzt irgendwo wie ein. Das ist Granit, glaube ich. Sieht so hell aus, also. Sieht so aus, als würde es irgendwie Lehm sein. Oh je. Wir gehen jetzt hier nach oben. Da kommen die Monster nicht hin. Genau, hinten rein. Da rein. Das ist doch mal hübsch. Ach komm. So. Ich möchte Fackeln machen. So. Ja, die Setzlinge brauche ich wirklich nicht. Weg damit. Blume auch nicht. So. Schon viel besser. Weg da. Das ist auch weg. Tschüss. Okay, Stücke. Fackeln. Ofen. Das scheint irgendjemand zu sein. Also ich mache den Ofen hier drauf. So. Eisenerz. Nur zwei? Okay, wir hatten ja auch keine Zeit. Weil wir fliehen mussten. So, naja, ich grab mich irgendwo runter. Ich grab mich so runter, weil dann sind wir im Berg drin. Und nicht am Ende des Berges.
So, aber dann werde ich auch schnell wieder zurück, weil wir auch ein bisschen bauen wollen. Vor allem in der ersten Folge, die noch recht lange geht. Gut. Ich habe jetzt extra einen Wecker, damit ich richtige zeitige Videos machen kann, also die genug lang gehen. Und ja, muss einfach schauen, dass der nicht losgeht dann. Sonst ist es sehr laut, also ist er sehr lauter Wecker. Also Wecker, das ist eine Stoppuhr, sozusagen. Eine, nur zum, nicht zum Zeitanzeigen, sondern um, ja, die Zeit, die halt man einstellt. Also jetzt 30 Minuten zum Beispiel, wie meine Videos. Der Granit ist hier. Und das andere ist es ab. Diorit, okay. Hätten sie auch Marmor oder so machen können, das wäre dann. Okay, können sie immer noch einbauen. Ich hoffe, es kommt bald 1.9 raus oder wenigstens Snapshots. Könnten wir danach mal zum Beispiel im Livestream anschauen oder ich mache dann ein paar Videos. Aber momentan ist, glaube ich, nur das Easter Egg Snapshot draußen. Das ist jetzt wirklich nicht so Gameplay-mäßig. Ach, schade. Ist jetzt wieder hoch. Ich mache jetzt einen neuen. Eine neue Werkbank und. Ja, das Eisen habe ich jetzt. Nein, das will ich nicht. Ich will noch eine. So. Yay! Weil ich sonst eigentlich nur im Game Mode bin oder einfach nicht so Survival mache. Ja, bin ich halt noch nicht so in den Achievements gut. Aber das ist ja jetzt im Let's Play eher die Sache. So, 43 oben. Boah, müssen wir runterkramen. Kann ich euch schon ein bisschen etwas erzählen oder so etwas. Oh, jetzt haben wir eine Höhle. Kuckuck, Sally. Eisen, sehr gut. Ist hier jemand? Ich höre nichts. Ich könnte ein bisschen lauter machen. Ist es beim Livestream ein bisschen weniger laut? So. Dann hört ihr auch noch ein bisschen. Also so leise ist es im Livestream. So. Weil dort ist, also bei Fraps ist die Umsetzung des Sounds recht laut und beim Livestream-Programm ist es sehr leise. Ist es sehr laut und ist bei Fraps ist es sehr leise. Genau deswegen. Schön viel Eisen, sehr gut. Ja, und der Livestream gestern, das erste Mal eigentlich recht gut auf Livestream auf ja, Rekorden ist eigentlich gut gegangen. Es haben mehr Leute zugeschaut. Dankeschön für die, die mitgeschaut haben. Ich habe gestern noch längere Zeit GTA 5, also GTA Online gezeigt und am Schluss noch ein bisschen hier auf dem Server. Eben heute werde ich das umkehren und ja, muss ich schauen, wie lange ich beides mache, aber wahrscheinlich hier beide mehrere Stunden. Also eben die, die Minecraft schauen wollen, können heute früher kommen, dann läuft Minecraft, die, die eben wollen. Und ja, die anderen schauen dann später GTA Online oder so etwas. Also ich schaue eben, dass ich die Spiele, die halt ab 12 sind, so früher mache und die, die ab 16 sind, später.
Ab 18 werde ich wahrscheinlich keine Spiele spielen. Also vielleicht dann mal Sleeping Dogs oder wie das Spiel heißt. Da habe ich noch eine Version. Sonst habe ich nicht so viele Spiele, die ab 18 sind. Und übrigens, Sleeping Dogs könnt ihr bei Steam gar nicht spielen, wenn ihr aus Deutschland kommt oder Österreich. Aber in der Schweiz kann ich das spielen, die internationale Version mit Blut und so. Also da habt ihr etwas Exklusives. Aber eben, ich muss es zuerst natürlich installieren und wenn ihr es dann wollt. Also eben, der Livestream ist sehr interaktiv, wie genau das Let's Play hier. Wenn ihr irgendwas anzusetzen habt, wenn ihr irgendwas wünschen wollt oder so etwas, schreibt es nur in die Kommentare. Und ja. Ich nehme eigentlich vieles an. Also wenn ihr jetzt wollt, dass ich ein Park mache. Mir wird immer wieder gesagt in den Let's Plays, dass ich einen Park machen sollte. Also ja, einfach, ja, ich sollte doch gerne einen Park machen, das wünschen sich viele. Ja, kann ich machen. Wieso nicht? So in der Zukunft passt es auch besser an. Ich habe jetzt eigentlich nicht so viele Zukunft Minecraft Let's Play gemacht. Also ja, wäre mal wirklich, wäre mal cool. Aber alles nacheinander. Also ja, ich will jetzt nicht zu viele Projekte, Ding. Ich will einfach mal so ein Haus, ein Zukunftshaus bauen dort, wo wir hingegangen sind. Und werden mal schauen. Weil mein anderes Haus ist ja immer noch nicht fertig. Also da komme ich einfach nicht dazu, das Haupthaus in Mittelalterwelt zu bauen. Im Livestream bin ich bald schon weit. Ich wollte eigentlich runter, aber es geht nirgends runter. Das Eisen, ich habe. Wald, ein Stack? Wahnsinn. Was ich kurz schauen möchte, ist. Wo steht es? Naja. Ah. Ah, Ding, Facing East, North. Genau, wir sind nach Norden gegangen vom Spawn. Verstehe. Ach, gut zu wissen. So. Wir haben bald kein Holz mehr. Ah, wir haben noch Akazien, Birkenholz. Genau, wenn es doch schon steht, Drago. Du kannst es doch auch richtig sagen. Und nicht denken. Übrigens, diese Fehler hier beim Skin sind, weil die neuen Skins sind kleiner und Optifine ist leider noch nicht so weit, um die Raster kleiner zu machen. Aber eben, wenn eine Option, also wenn Lightloader hochgeht, neuer wird, dann, weil ich Optifine nicht gerne manuell installiere, weil ich sonst keine normale Minecraft-Version mehr habe. Ja. Ist leider das ein bisschen da, aber das ist ja nicht schlimm. So. Nein. Nein. Da kommt noch mehr. Was ist der andere? Die Skelette, die sind heimtückisch und böse. Da ist eins, ob das ist nicht das. Gravel bräuchten wir eigentlich noch nicht.
Ich möchte gern etwas anderes als Eisen. Wir haben noch gar kein anderes Erz. Jetzt sind wir 28 Runden. Nein, ich sollte ja auch Gold sein. Und Redgestöns. Und Bluegestöns. Und dann passt es wieder nicht, weil es Lapis Lazuli heißt. Goldgestöns. Und Diamantgestöns. Wieso nicht Diamantgestöns? Diamantgestöns, das wäre nice. Ah, das ist Goldgestöns. Lol. Was machen denn die Invasion der Zombies? Da sind noch mehr. Wir gehen noch weiter runter. Wir können uns ja hochwarmen. Also eben das mit dem Warpen muss ich da noch ein bisschen besser schauen. Also ich möchte mich schon irgendwie zurückporten. Ich will jetzt das Let's Play nicht herauszögern. Ich mache es ja eigentlich nicht zum Cheaten, sondern einfach zum... naja, das Let's Play ein bisschen abzukürzen. Sonst könnte ich ja auch laufen und nicht aufnehmen, aber... Dann müsste ich die Aufnahme wieder unterbrechen und dann schneiden und alles mögliche. Nein, danke. So, wir haben schon genug zu tun von den Zombies, mit den Zombies hier. Also. Wir nehmen Lapis Lazuli mit hier. Wie viel haben wir? 28. Boah, das können wir nicht. Okay. Einverstanden. So, unsere Geheimbasis. Wir sind auf 16 hoch, dann könnten wir eigentlich hier ja noch ein neues Home machen. Minen. Da die Homestead sowieso weg sind nach einiger Zeit, weil die Farmwelt auch mal resettet wird und so, machen wir mal so, dass wir mehrere Homes machen. Also eigentlich könnte man mehr als drei Homes machen. Aber was ist hier oben? Da war ich schon. Ah, deshalb ist es ja. Gut, also. Die Werkbank. Ofen. Mach ich mal zwei. Kohle rein. Diamanten rein. Noch ein bisschen Eisen abbauen. Essen. So. Unser Döner. Qualdöner. Könnt ihr nicht etwas schreiben? Er will zurück. Ja, dann machst du Spawn. Dann schreibst du Spawn. Ich schreib's jetzt einfach. Okay. Hallo? Danke. Ja, jetzt habe ich das verpasst, aber eben. Dankeschön fürs Schauen der ersten Folge. Und ja, bald kommt die zweite Folge. Bis dann. Tschüss.